Auf jeden Fall. Achso. Ah, er kennt mich. Ja, schreib doch gleich Feuerstein, Mann. Was ist denn mit dir? So, und zack. Willkommen zum weiteren Video auf meinem Kanal, Leute. Ja, heute geht es um das Thema Qualität und ja, was mit meinem PC ist. Und zwar, ihr wisst ja sicher, den Unterschied zu kennen bei meinen Videos von damals und zu heute. Und ich weiß nicht, ob es euch denn aufgefallen ist, aber meine Video- bzw. Bildqualität ist stark ins Schlechtere gegangen. Das Ganze hat nicht den Grund, dass ich zu faul bin, um es einzustellen, sondern das hat den Grund, dass ich so viel daran gehockt habe, bis ich diese scheiß Qualität auf ein Minimum bekommen habe, ohne dass es laggt. Denn ihr wisst sicher alle, ich habe einen iMac und ein iMac hat kack Specs. Sprich Hardware, sprich ich kann keine, ja, hochauflösende und flüssige Videos bringen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, flüssig, aber weniger hochauflösend Videos zu bringen bis Mitte Februar. Denn ja, Leute, dann habe ich endlich meinen neuen PC. Und ab dann wird alles supi. Ich werde mich dann um alles drum kümmern, also um alles wirklich kümmern, von A bis Z, dass die Qualität, also alles Visuelle, richtig schön ist, sodass es einfach ein cooles, naja, Zuschauererlebnis ist für euch. Und auf jeden Fall könnt ihr euch da schon mal die zackigen Hosen anziehen und euch schon mal drauf gefasst machen, denn ich freue mich selber schon heftigst drauf, da ich dann einfach eine viel bessere Videoqualität an den Tag lege und gut, damit auch eben bessere Videos bringe, logischerweise. Und ja, Leute, ich freue mich da heftigst drauf, also auf jeden Fall schon mal Like droppen, wenn ihr euch auch freut. Nicht Spaß. Auf jeden Fall, Leute, geht es heute darum, dass ich euch mal ein bisschen, naja, ich sag mal, Argumente bringen möchte, warum man nicht immer die beste Qualität haben kann. Meistens liegt sie am PC, was bei mir auch der Fall ist, aber es gibt auch Leute, die sind zu faul, um es einzustellen oder wissen nicht, wie es geht oder haben das falsche Betriebssystem. Ihr müsst echt damit klarkommen, denn nicht alle haben die technischen Mittel, um wirklich auf so eine gute Qualität zu kommen, Leute. Also seht es bei mir ein, bitte. Bald habt ihr es auch in circa einem Monat spätestens ist es soweit. Das sind noch ein bisschen mehr als 10 Videos und dann habt ihr auch endlich eine schöne und flüssige Video- und Bildqualität. Und das wird einfach richtig schön. Ich werde auch verdammt viele Stunden in Sony Vegas sitzen, um mir das wirklich alles näher zu bringen, um ein bisschen in die Qualitätsmaterie reinzugehen, dass es auf jeden Fall alles sehr, sehr schön aussieht. Und da freue ich mich drauf und ja, mir macht es auch sehr viel Spaß tatsächlich, Videos zu bearbeiten. Und dieser Typ ist die ganze Zeit so an dem Rand gewesen, aber ist nicht runtergefallen. Mann, schade. Gut, aber das soll auch nicht das Thema sein. Und übrigens, ich heiße Minecraft, holy shit. Also Leute, stimmt oben in der Infokarte ab, bitte. Ist es denn okay für euch, wenn ich etwas weniger hochauflösende Videos bringe, aber dafür, also das alles vorübergehend, aber dafür halt eben alles flüssig ist? Oder wollt ihr wirklich heftig scharfe Bildqualität und dafür, naja, ein paar Ruckler? Denn ihr kennt meine Ruckler, ihr kennt sie wirklich. Und das Bett nicht abzubauen war richtig schlau von mir. Nicht so erstmal hier einbauen. Komm her, mein Freund. Komm her, mein Freund. So, okay, der hat irgendwie da gestanden. Keine Ahnung, war AFK, ist egal. Auf jeden Fall. Achso. Ah, er kennt mich. Ja, schreib doch gleich Feuerstein, Mann. Was ist denn mit dir? So, und zack. Würden noch gerne töten. Danke. Danke. Ach, ich bin runtergefallen. Schön. Also Leute, stimmt auf jeden Fall in der Infokarte oben ab rechts. Jetzt, bitte, sofort, danke. Scharf, aber rucklig, beziehungsweise nicht sehr flüssig oder eben extrem flüssig, aber dafür etwas unschärfer. Denn mich würde eure Meinung interessieren. Ich werde mich aber nicht adjustieren demnach, da ich eben die technischen Mittel, ja, die fehlen mir einfach. Aber Leute, ich werde auf jeden Fall bei meinem neuen PC dann so geile Qualität hinhauen, ihr werdet es nicht glauben. Leute, ihr müsst halt wissen, ich weiß, viele von euch haben nicht so einen guten PC und genau dasselbe ist bei mir. Und wenn ihr Videos macht, setzt erstmal auf Unterhaltung und nicht auf die krasse Qualität, denn man kann es eben nicht machen und man muss einfach mal abwarten. Bei mir hat es jetzt auch sehr lange gedauert. Es kommt auch einiges von euch, von euren Spenden und von meinem generell von meinem YouTube-Money, wie man es so gerne und schön betitelt. Kommt auf jeden Fall vieles zusammen und der Text, den reporte ich danach der Runde auf jeden Fall mal. Also Leute, auf jeden Fall wirklich Hut ab an die Leute, die wirklich so lange sparen. Das war bei mir jetzt nicht der Fall, weil ich es zum Geburtstag bekomme. Aber gibt eben unverschämte Leute, die sich so denken, okay, verdammt, den deabonniere ich jetzt wegen seiner Quali. Ich meine, ist ja einem selbst überlassen, aber Leute, ihr müsst da Verständnis haben. Viele in unserer Welt haben einen schlechten PC, einen schlechten Prozessor, eine schlechte Grafikkarte. Man kann nichts machen und ja, da
machst du eben nichts draus. Leute, ich entnick mich mal in der Hoffnung, dass du aufhört zu hacken. Aber gewann das eh schon. Haha, easy. Get wrecked, get wrecked. So, mein Freund, du kommst jetzt, ne? Übrigens, Leute, wenn ihr noch nicht auf Twitter folgt, @FeuersteinYouTube auf Twitter und dann ist die Sache gegessen. Da sind sehr, sehr viele Snaps am Tag, beziehungsweise generell schöne Aktivitäten, die euch interessieren könnten, weil ihr vielleicht Fans seid, die wisst Bescheid. Der Typ hat halt eiskalt immer noch Ranger, obwohl er weiß, dass ich genickt war. Also irgendwie ist was mit ihm falsch. Grüße gehen übrigens auch raus an Rod Aim, den Typen, der ist immer in der Runde, der hat dem Verlor Feuerstein geschrieben. So, den haben wir. Den haben wir tatsächlich, obwohl er Range hat. Ja, perfekt. Hacker-Takeout. Schön. Und ja, Leute, wir sind die Letzten, also dürfen wir Scream machen. Yo, Jojo, machen wir. Kommst du eben mal her. Ich baue mich mal eben zur Mitte. Da ist nämlich der Typ. Kriegst auch den Kill. Nee, please nicht. Genau, weil ich möchte hier nicht für irgendeine Kacke gebannt werden. Ihr Leute, ihr wisst, ich hatte schon sehr viele Fehlbans. So, machen wir eben. Und dann machen wir hier so eine Plattform. Damit wir einen Vorteil haben. Lol. Ja, auf jeden Fall Grüße an dich, Rod Aim. Und, oh lol, ich habe aus Versehen Cobweb gesetzt, hat aber nichts gebracht. Verdammt, nee, ich habe verloren. So, auch Grüße an Easy Breezy YouTube. Übrigens ein cooler Name, der reimt sich. Ja, aber Leute, auf jeden Fall echt nochmal fetten Respekt an alle meine Abonnenten. Denn ich habe mal wieder sehr schön viele gesehen auf unserem Teamspeak. Der war teilweise auch sehr oft voll. Stein.eu ist unsere TSIP für die, die es nicht wussten. Das weiß wirklich noch nicht wirklich der Großteil von euch. Weiß es zwar, aber viele wissen es noch gar nicht. Also Stein.eu und Stein wie bei Feuerstein geschrieben. Ihr wisst Bescheid. Alter, hat er sich jetzt... Achso, ich dachte, er war unten, lol. Digga, er spielt halt genauso, wie ich es hasse, aber okay, ich hate ihn nicht, ist alles schön, nur ich hasse das, wenn Leute so nur auf Stomp gehen. Egal, Leute, ihr wisst Bescheid. Grüße gehen raus an Easy Breezy, YouTube und Rod M und das Schreibfehler. Und ich würde aber sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Und ja, ich würde aber sagen, haut rein, Leute, wenn es euch gefallen hat, haut auch bei allen anderen vorbei. Twitter @FeuersteinYouTube, hab euch lieb, tschüss.